Hier ist der YouTube-Channel des BGV, hier sind die Rhein-Neckar-Löwen. Wir freuen uns auf die Saison 2016-2017. Die Spieler schreiben da gerade fleißig Autogramme. Über 600 Leute sind heute da bei der Saisoneröffnung. Und den Mann da, da wo man den wunderbaren, sieht man den nicht mehr, den wunderbaren Hintern von Mario Steinhauser, den werden wir jetzt einfach mal crashen. Mario Steinhauser, wie oft hast du jetzt heute schon deinen eigenen Namen geschrieben? Sehr, sehr oft, auf jeden Fall. Ja. Die Saisoneröffnung ist wieder rappelvoll. Also findet man da noch Worte für sowas hier? Also ich muss ehrlich sagen, das war diese Meisterschaft hat eigentlich so einen unglaublichen Schub gegeben. Die Fans sind wieder so in Vorfreude auf die neue Saison und das springt einfach so auf uns auch über. Wir haben einfach Bock auf die neue Saison und das ist echt eine Ehre, so viele Leute hier in der Halle zu haben. Deswegen ist es echt eine geile Veranstaltung jedes Jahr. Apropos Thema Meisterschaft, wie viele Tage hat dich diese gewonnene Meisterschaft gekostet in deinem Leben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es die geilste Party in meinem ganzen Leben. Also das kann man eigentlich nicht beschreiben in Worten. Wenn du jetzt verheiratet wärst, würde ich sagen, wenn das deine Frau hört, aber das kommt ja erst noch, oder? Ja, siehst du, deswegen konnte ich es nochmal sagen. Was denkst du denn? Es sind viele Neuzugänge gekommen. Wie schätzt du das Team für die kommende Saison ein? Ich denke, wir haben echt, wie vorhin auch schon erwähnt, richtig gute Neuzugänge bekommen. Also die haben alle das Siegergehen schon impliziert. Von daher denke ich, dass wir da eine gute Truppe zusammen haben und wieder angreifen können oben. Deswegen freue ich mich auch so auf die neue Saison. Wir freuen uns auch. Dankeschön, Marius. Guck mal, die Schlange ist länger geworden bei dir. Ja, das war Mario Steinhauser. Wir schauen natürlich weiterhin, dass wir noch Leute kriegen, die wir aufzeichnen können, damit ihr hier auf dem YouTube-Channel des BGV ein bisschen was zum Gucken habt. Und wir freuen uns auf die neue Saison und ich hoffe, ihr tut das auch.